diese Woche hier, siehst du? Ja. Willst du in Hamburg oder in Bremen hier verrecken? Das willst du. Du willst jeden Tag hier Tantuni essen für 10, 10, 10. Das willst du. Halt, finde mir Ja, eine ich gute buche jetzt. Unterkunft. Ich buche jetzt. Es geht los nach München. Was gibt es so Leckeres? Wenn ich das mal aufkriegen würde. 2000 Jahre später. Ich glaube, hier gibt es auch Essen. Guck da. Ja, alles Essen. Mr. Krabs meldet sich zu Diensten. Oh, das hast du voll eng gemacht, glaube ich, oder? Nee, doch nicht. Können wir einmal bitte darüber reden, dass wir so tun, als ob wir nur 3 Tage hier in Bangkok wären? Wir sind hier eine Woche und der wievielte, der zweite, dritte Markt ist das jetzt? Warum knapp? Wir fahren alles in einen Tag rein. Also diesen Weg von da ganz hinten bis am Anfang waren alle Läden zu und Afsan sagt zu mir, ja, hey, guck, jetzt haben wir auf dich gehört, alles dazu, wie ist das, hätten wir auf mich gehört. Aber und guck jetzt. Ich habe nicht gesehen, dass sie doch alles noch offen hat. Tag Nummer 2. Wir sind jetzt los. Um 17 Uhr. Und ich hab Todhunger. Todhunger, ja. Hey, wie heißt das denn? Todeshunger. Okay, wir haben uns jetzt dazu entschieden, zu Fuß zu laufen, ne? Weil es gibt keine Taxen, es gibt keine freien Taxen. Der Weg ist bis 1 Stunde, aber mitten auf dem Weg finden wir bestimmt irgendwas für dich zu essen. Hast du ein Taxi gefunden? Ja. Jetzt müssen wir warten, bis der zusagt oder absagt. Mittendrin und Mustafa hat Hunger. Und das ist nicht gut, wenn Mustafa Hunger hat. Und der Taxifahrer hat's abgebrochen. Ich fühle mich gerade wie Dings. Wie so ein Präsident, der jetzt hier aussteigt mit diesem schwarzen Scheiß. Ja, es gibt nämlich verschiedene Arten von Taxen, die man hier holen kann. Und wir haben Komfort gewählt, weil alles andere vergeben war. Steht das nicht? Du wählst die, die sagen ja, okay, ich komme. Dann sehen die auf dem Weg, du wartest, dann brechen die das ab. Mhm. Wir sind auf jeden Fall jetzt in dem größten Center in ganz Thailand angekommen. Das heißt irgendwie Siam Barocco oder so. Was gibt's hier alles, Afi? Alles. Wir haben noch nicht alles gesehen, aber es soll so wie Dubai Mall sein. Ich wollte auch gerade sagen, hey, im Internet stand da so, du weißt nicht mehr, wo links und rechts ist. Und wir laufen da gerade lang, nur so 5 Läden. Guck jetzt hier, das ist wie ein ganzer Supermarkt, ein ganzer Markt, nur Läden. Auf Empfehlung von Joshua. Ist ganz Schlimmes passiert. Wir konnten das Essen leider nicht essen. Während Musa aber noch auf der Suche ist nach seinem Essen, bin ich schon mal beim Bubble Tea. Mir hat das voll gereicht, so diese nicht durchgewesenen Shrimps zu essen. Heute probieren wir Bubble Tea. Wie in Deutschland? Ja. Bist du? Wir haben keine Bubble zu platzen. Das ist nicht in Deutschland. Sind klebrig und glitschig. Gibt es überall auf TikTok gesehen, deswegen ich wollte das probieren. Ist gut? This device is ready to pair. Er macht jetzt Musik für uns. Was machen wir doch jetzt? Yes, yes. Schmeckt? Yes. Das erste, was hier wirklich lecker schmeckt. Bitte muss ich fahren. Seht ihr das, Leute, diese Maus? Da hinten sind gerade so eine Ratte und so eine Maus rausgesprungen. Willkommen bei Tag 3 in Bangkok.
erzählt, dass es hier nachts leuchtet. Wenn er irgendwo hingeht, weiß er erstmal alles darüber. Abo Wiki. So, wir haben jetzt unseren Tempel gesehen, waren auch drin. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir essen. Oder Mustafa? Ja. Mustafa, dafür, dass er hungrig ist, geht's häufig. Gehen wir zur arabischen Straße oder wohin? Geh jetzt in die Heimat. Auf der Suche nach etwas zu essen haben wir noch einen Tempel entdeckt. Und unser Wissenschaftler, Erforscher, muss sich das natürlich erstmal anschauen. Na, kurz davor gewesen, mit Schuhen raufzugehen. Mustafa hat jetzt den Monarchen hier entdeckt. Und er muss natürlich alles erstmal darüber erfahren. Ey, der Typ hat einfach in Deutschland, der lebt größtenteils in Deutschland. Krass, ne? Ja, voll. Sag doch Wissenschaftler. Wir sind jetzt auf der Suche nach unserem Taxi, weil bei diesem Verkehr dauert das immer ein bisschen. Wir gehen jetzt nur raus, weil Mustafa noch gar nichts Richtiges gegessen hat, nur seinen Maiskolben gegessen. Wir haben so diese frittierten Süßkartoffelpommes voll gereicht. Und ja, dann gehen wir wieder zurück und erholen uns heute mal echt. Man sieht das ein bisschen, wir sind extrem müde. Schön. Und erschöpft. Ja, los geht's. Und ein weiterer Tag in Bangkok. Mustafa ist am Ende seiner Nerven. Er freut sich schon auf die nächste Station. Ich weiß auch nicht, was über Nacht mit meiner Haut passiert ist. Ich weiß nicht, ob es am Kissen liegt, an meinem Abschminkzeug, am Essen, am Trinken, an der Luft. Ich weiß es nicht, aber wir fahren jetzt auf jeden Fall zu einem anderen Markt. Und ich hoffe, wir finden da was zu essen. Wir sind jetzt beim Friseur und Mustafa lässt sich zum ersten Mal in seinem ganzen Leben von einer Frau die Haare schneiden. Er hat Angst. Große Angst. Er hat sowieso schon Angst. Wie findest du? Ich muss die Seite noch nicht abchecken im Video, aber vom Gefühl gut. Okay, dreh dich. Okay. Was sagst du? Hier ist gut. Ja. Jetzt ausgecheckt. Endlich. Wir müssen jetzt hier 7 Stunden warten. Oder 6 Stunden. Ich muss jetzt gleich noch mal kurz zu so einem Hotel fahren, um die Jacke von Joshua abzuholen. Weil er die hier vergessen hat, seine Prada-Jacke. Und so lange müssen wir jetzt hier auf jeden Fall chillen, bis wir dann zum Flughafen gehen, um dann nach Phuket zu fliegen. Also Leute, Mustafa hat es euch ja schon gesagt, wir fliegen ja heute nach Phuket. Und wir sind ja nicht alleine, wir sind ja komplett mit dem Leadership von unserem anderen Working. Und das Ding ist, wir sind die Letzten, die ankommen. Wir sind einfach die Letzten, die ankommen. Wir kommen erst um 23 Uhr an. Und alle werden schon in die Zimmer besitzen. Aber wir werden euch eine Roomtour machen in dem nächsten Vlog. Und da zeigen wir euch, wie krass die Villen in Phuket aussehen, wo wir sind. Und ich glaube, es ist nicht so schlimm, dass wir als Letztes kommen und als Letztes ein Zimmer bekommen und alle anderen sich schon vorher ein Zimmer aussuchen. Also ich bin übertrieben gespannt. Ich freue mich. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue, endlich von Bangkok nach Phuket zu fliegen. Also ich, ja, ihr könnt euch das nicht vorstellen. So Leute, wir geben euch jetzt ein Review über Bangkok. Also kurz und knapp meine Seite aus. Ich weiß nicht, was Mustafa noch so. Ich glaube, er fand es anders als ich. Ich sag's schon mal, es ist nichts. Bangkok ist nichts für schwache Geruchs- und Geschmacksnerven und ich esse eigentlich alles. Dass ich so bei mir ein Limit erreicht ist, dann bedeutet das schon was. Ja,
Ich sag euch, wie es ist, eine Woche in Bangkok ist viel. Macht es nicht. Eine Woche ist viel zu viel. Und das hat uns jeder am Ende des Tages auch gesagt, dass Bangkok eigentlich so ein Ding ist, wo du so ein, zwei Tage bist. Also 3 Tage maximal. Und dann hast du schon gut Sachen gesehen. Aber ja, für mich war es jetzt nicht so das Wahre. Also das war zu viel Großstadt. So die Luft, okay, das kannte ich schon von Iran und Libanon und alles. So diese Abgasluft, damit hätte ich jetzt nicht so ein großes Problem. Skala von 1 bis 10? Das möchte ich jetzt nicht sagen, um ehrlich zu sein. Echt so ein Ding? Ja. Also ich bin ganz ehrlich, ich fand Bangkok krass. Also ich fand die Eindrücke krass, die Kultur fand ich krass. Yeah. Das ist halt das Einzige, warum ich sagen würde, ey, 2 Tage maximal, nicht länger, ist, weil es sehr laut ist. Also du kommst halt irgendwie nicht zur Ruhe. Okay. Und es war jetzt auch nicht so, dass wir an den falschen Orten oder so waren. Ein Friseur hat zum Beispiel zu uns gesagt, die Leute reisen aus der ganzen Welt nur wegen dem Seafood. So, wenn ihr offen seid für so Essen und was, wenn ihr jemand seid, der einfach alles isst, dann ist Bangkok halt echt krass. Aber auf Dauer ist das halt, ja, ich finde nicht auf Dauer da bleiben. Allerhöchstens 2 Tage. Was ihr auf jeden Fall machen solltet, so besucht die ganzen Nachtmärkte, schaut euch diese ganzen Tempel an. Aber alles andere, so der Verkehr und auch wenn du da einen Roller mietest und so, es ist wirklich chaotisch. Also es ist ein krasser Eindruck. Aber ich würde da nicht nochmal hinfliegen, bin ich ganz ehrlich. Also es ist gut, das mal gesehen zu haben, aber glaub mir, 2-3 Tage reichen. Ja. Zu 100% Tage reichen, vollkommen. Und dann geht's weiter nach Phuket.